Hallo und herzlich willkommen, ESP Immobilien Alanya. In letzter Zeit hatte ich ein bisschen teure Objekte gezeigt, alles was über 200.000, 300.000 Euro ist, bis zu 2,5 Millionen Euro. Diesmal zeige ich euch eine Dreizimmerwohnung direkt im Mahmutland in der Nähe, 3 Kilometer bis zum Strand. Es ist eine Dreizimmer, aber die Quadratmeter lässt sich zeigen. Ja, 145 Quadratmeter in Netto, 160 Quadratmeter in Brutto. Wir haben zwei Balkone, eine Gäste-WC und ein Badezimmer. Also wir starten gleich vom Eingangsbereich los. Bis gleich. So, jetzt bin ich gleich im Eingangsbereich. Ich mache jetzt die Stahltür zu. So, das ist der Flurbereich. Sehr groß. Wir haben hier richtig schöne Marmorböden. Auf der linken Seite haben wir unseren Schuhschrank. Da kann man auch seine Jacken hier aufhängen. Jetzt gehen wir gleich ins Schlafzimmer auf der rechten Seite. Wir gehen jedes einzelne Zimmer durch. Hier rechts haben wir einen kleinen Kleiderschrank. Hier haben wir eine Einzelbetten. Die haben sie zusammengeschoben. Die kann man später auch auseinanderziehen, wenn man zwei Kinder hat oder Gäste. Die Klimaanlage ist ein bisschen älter. Ich würde das auf jeden Fall ersetzen mit einer neuen Klimaanlage. Da kann man sich auch den Strom sparen. Wir haben hier Schlafzimmerverbindung zum Balkon. Ja, hier ist komplett alles frei. Auf der linken Seite haben wir einen sehr schönen Bergblick. Und rechts haben wir ein bisschen mehr Blick von hier aus. Ist auch nicht schlecht. Und was auch nicht üblich ist, wir haben hier Feuertreppen. Ja, top. So, jetzt gehen wir weiter. So, wie gesagt, wir machen alle einzelnen Zimmer durch. Wir gehen jetzt hier weiter zu unserem Gäste-WC. Zu. Dann haben wir unsere Schlafzimmer. Hauptschlafzimmer befindet sich genau hier. Wir haben unsere Balkonmöbel, die kann man natürlich auch rausstellen. Wir haben hier ein Doppelbett, 1,60 auf 2 Meter. Kleiderschrank. Ältere Klimaanlage, habe ich ja schon gesagt, sollte man auf jeden Fall ersetzen. So, dann haben wir unsere Badezimmer. Recht groß übrigens, ja, seht ihr das? Naja, Wasserboiler von Beko. Ich würde es natürlich mit einem Durchlauferhitzer würde ich ersetzen. Ja, das brauchen wir heutzutage nicht mehr. Und rechts haben wir unsere Duschkabine. Auch ein echtes Marmor. So, jetzt zeige ich euch unseren Hauswirtschaftsraum. Bitte schön. Die kann man natürlich auch aufmachen. So, das ist unsere Küche. Sehr groß. Ja, wir haben unseren Kühlschrank auf der linken Seite stehen. Wir haben unsere Marmorarbeitsplatte. Küchenunterschränke, wir haben hier Gasherd, wer es gerne ersetzen will mit Elektro, kann gerne machen. Ja, wir haben sogar von hier aus einen richtig schönen Meer- und Burgblick. Sehr großer Wohnbereich, hier haben sie auch einen kleinen Schrank. Also ich sage euch ehrlich, ja, die Möbel sind in Ordnung, aber das ist natürlich, das kommt nicht mehr zur Zeit. Ja, das ist nicht mehr modern. Wir haben das vor ungefähr 12, 15 Jahren gekauft und seitdem haben sie ihre Möbel hier stehen. Braucht man nicht, raus damit. Ja, so schaut das hier aus. Wir haben auch ein Ecksofa. Übrigens, das ist ein Feriendomizil, die haben das kaum genutzt. Sieht auch aus wie neu. Ja, hier auf der rechten Seite haben wir Wessel kleine Fernseher. Und die Klimagerät sollte man wechseln. Jetzt sage ich dir zum dritten Mal. Hier ist unser Balkonbereich. Hier werdet ihr wahrscheinlich auch die meiste Zeit abends verbringen. Ja, wir haben hier richtig schön große Balkon verglast. Den Tisch würde ich
natürlich so rum hinstellen, ja, dass man auch hier mehr Platz hat. Wir haben auch Fliegengitter an jedem Balkon und Türen. Und so schaut es hier aus. Rechts oben haben wir unseren Bergblick. Richtig toll. Dann drüben haben wir unsere Burg, Bergblick. Und auf der linken Seite haben wir wunderschönen Meerblick. So, der Preis ist heiß, 125.000 Euro für diese Immobilie. Ich habe hier noch eine Immobilie und es befindet sich auf der 10. Etage, allerdings gar keine Möbel. Das hier kostet 125.000 Euro. Ja? Und wer sich dafür interessiert, kann sich gerne bei mir melden. Wir gehen gleich nachher später raus und filmen von außen. Also, bis gleich.